Aber sag ich doch. Warum solltest du nicht gewählt werden? Fuck. Hola, nein, es ist Spanisch. Oh mein Gott. Und damit moin moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Alles, was jetzt passiert ist oder was noch in diesem Video passieren wird, ist bei unserem 2-Jahres-Stream passiert. Sehr, sehr geil alles gewesen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Danke für den Support in diesem Stream und allgemein in den letzten 2 Jahren. Ein Dank geht auch raus an die Teilnehmer, die mitgemacht haben. Ihr habt sie gerade ein bisschen gesehen. Ihr werdet sie im Video kennenlernen. Alle Links zu denen, die streamen oder auf YouTube aktiv sind, die findet ihr unten auch in den Infos. Checkt das ab. Wenn wir jetzt gerade bei Links sind, doch mal die Info. Das Quiz-Format habe ich mir nicht ausgedacht. Nein, original kam das von Pete Smith, wurde von Reef dann erweitert und zu diesem Der Dümmste fliegt. Beide Kanäle sind verlinkt. Die machen das nochmal mit einer ganz anderen, mit riesengroßen Streamern. Das ist super geil anzusehen. Von daher checkt auf jeden Fall diese Videos ab. Vielleicht macht ihr das nach dem Video, aber macht's auf jeden Fall. Minimale Zusammenfassung von dem Quiz. Es geht darum, 3 Minuten werden Fragen gestellt an die Teilnehmer, abwechselnd, nacheinander. Die Teilnehmer überlegen dann, wer hat die dümmste Antwort abgegeben. Nicht, wer hat viele dumme oder viele falsch, sondern wer hat die dümmste Antwort abgegeben. Sie wählen dann eine Person, diese eine Person verliert 1 von 3 Leben. Und jetzt könnt ihr es euch schon denken, es geht darum, wer am Ende am meisten Leben übrig hat. Ja, das war's auch eigentlich so im Großen und Ganzen. Von daher, sehr, sehr geiles Quizformat. Ihr könnt es euch denken, wer nicht, dann seht es euch an. Vielen Dank für alle, die dabei waren. Jetzt für alle, die hier sind, lasst gerne ein Like da. Kommentiert auch gerne, wie euch das Video gefällt. Wie euch das Quizformat gefällt und wer auch im Stream dabei war, lasst es mich wissen, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Lasst gerne auch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Einfach Support und sowas, ihr wisst Bescheid. Und dann viel, viel Spaß bei dem Video. Achso, wir machen da übrigens 3 Videos draus. Also es gibt, das ist 1 von 3. Nicht vergessen, kommt wieder, abonnieren. Wie viele Zähne hat ein erwachsener Mensch normalerweise? 38? 32 wären es gewesen. Jenny, buchstabiere Portemonnaie. P-O-R-T-E-M-O-N-A-I-E. Du hast ein N vergessen, wie ein Doppel-N. Nein! Sonst richtig. Marco, Geist, der treue Begleiter von John Schnee, war was für ein Tier? Das ist die einzige, die ich kenne, keine Serie, keine Ahnung, Wolf. Ja, Schattenwolf. Marv, Fortnite, Warzone und PUBG haben was gemeinsam? Sie sind ein Battle Royale. Richtig. Flash, welche Farm hat die mexikanische Flagge ohne Emblem, ohne dieses Zeichen in der Mitte? Grün, weiß, rot. Richtig. Pia, welcher Marvel-Film kam zuletzt ins Kino? Der neue Hulk? Keine Ahnung. Black Panther, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Siegbach, was ist das kleinste Land der EU? Oh, Liechtenstein. Malta. Jenny, in welchen Abständen finden die Bundestagswahlen statt? Oh Gott. Jedes Jahr? Keine Ahnung. Alle 4 Jahre? Absolut nicht, ja. Welcher Song ist auf Platz 1 der MTV-Charts aktuell, Marco? Keine Ahnung. Das rote Pferd. All I Want for Christmas is You, Mariah Carey. Yeah. Marv, was ist ein Prime Sub? Ein Prime Sub ist das, was ihr Bulli geben solltet. Top Antwort! Ein Sub, was man von Amazon Prime geschenkt bekommt, wenn man sich das holt. Ja, richtig. Und damit ist die erste Runde auch vorbei. 4 Jahre ist die richtige Antwort gewesen bei Bundestagswahl. 1 Jahr ist schon sehr mager. Da wäre ich auch drauf gegangen. Ja, das ist schon hart. Vorher war ich bei 38 Zähne, aber... Hast du ein paar ordentliche Fragen rausgesucht erstmal, ne? Erstmal Kritik an dich, ne? Erste Runde und ja, die sind so echt an, das ist schon... Ich bin echt gut weggekommen mit den Fragen, muss ich sagen. Ich bin sehr glücklich. Wie machen wir das nochmal mit dem Voting? Ich bin gerade ein bisschen lost. Einfach einen schwarzen Bildschirm bei Instagram als
Foto als Story und dann den Namen draufschreiben. Jetzt habe ich weiß genommen, okay. Ist das auch okay? Hast du schwarz geschrieben oder weiß geschrieben? Ich habe weiß. Weiß geil. Okay. Sorry, Sherry. Oh Mann. Das tut mir leid, Jay. Aber das war hart. Ich weiß. Flash. J.R.R. Tolkien schrieb. Herr der Ringe. Ja. Pia, wie bezeichnet man beim Basketball den Wurf, bei dem der Ball durch den Korb gestopft wird? Gestopft. Danken? Heißt das so? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, das war richtig. Sigi, wie nennst du ein männliches Schwein? Einen Eber. Ja. Bene, wie lautet die Nummer auf dem schwarzen Ball oder der schwarzen Kugel beim im Pool? Die 9? Die 8. Ach. Jenny, ja. Welches Tier legt seine Eier in das Nest anderer Tiere? Oh Gott. Keine Ahnung, Blaubarsch. Der Kuckuck. Ich dachte, sie sagt Blauwal. Der Kuckuck wäre es gewesen. Was hat der Zug nicht, zumindest nach Lorenz Büffel, Marco? Alter, du stellst jede Frage konnte ich beantworten. Eine Grenze. Der Zug hat keine Bremse. Aber sag ich doch. Marv, der Name der Firma Nike kommt von einer keltischen Gottheit, richtig oder falsch? Falsch. Richtig. Sigi, wie heißt die Hauptstadt Brasiliens? Es ist nicht Rio de Janeiro, es ist Brasilia. Richtig. Bene, ein Kubikmeter umfasst wie viel Liter? 1000. Richtig. Jenny, wie beginnt das Lied 99 Luftballons von Nena? Du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich. Richtig. Marco, worum handelt es sich bei Euphemismus? Das rote Pferd. Das ist eine Beschönigung. Marv, wie viele Bundesländer hat Deutschland? 16. Richtig. Die Runde nochmal irgendwann zu Ende? 14 Sekunden noch. Ui, ui, ui. Flash, Präsident welchen Landes war Nelson Mandela? Boah. Indien, keine Ahnung. Südafrika. Und damit ist die Runde vorbei. Und ihr dürft wieder. Oh, da waren jetzt ein paar harte Nummern dabei. Da waren ein paar dabei, ne? Diesmal kommt mir Marco mit dem roten Pferd nicht davon. Nee, also der Zug hat keine Bremsen, das war schon, das war für mich traurig. Schwierig. Ja, ich bin auch gleich bei einer Stunde Ballermann, bin ich sowas von raus aus deinem Stream, das kannst du mir aber glauben. Oh. Ah, er nimmt sich sogar selber. Ja, was soll ich machen? Pia, was ist ein Axolotl? Das süße kleine Tierchen, Fischteil, das in deinem Aquarium wohnt. Ein Amphibie. Ja, meine ich doch. Sigi, wann wurde das erste iPhone vorgestellt? Du Scheiße, wer benutzt so einen Schrott? 5? 2007. Bene, auf welchem Kontinent liegt Saudi-Arabien? Ich weiß es nicht. Es ist Asien. Jenny, welches Land gewann 2010 die Fußball-Weltmeisterschaft? Oh, 2014 hätte ich dir beantworten können. Das war Deutschland. Spanien? Mhm, richtig. Marco, was bedeutet die Abkürzung IT in Fachbegriffen wie IT-Branche? Das ist so zufällig, das tut mir gerade auch leid für dich. Unglaublich unfair, wirklich. Intelligent Technology. Informationstechnik. Ach komm. Marv, nenne die Farben der ungarischen Flagge von oben nach unten. Rot, grün, weiß. Rot, weiß, grün. Flash, was ist auf dem Instagram-Logo zu sehen? So ein Kamera-Icon ist das, glaube ich. Genau, Kamera. Pia, wie heißt der Vater von Simba? Warte. Marv. Das ist der von der Klippe fällt, ne? Von alleine. Das ist nicht sein Name. Keine Ahnung, sorry. Das nehme ich raus. Mufasa. Sigi,
Das sagen sie alle und dann? Stimmt's doch nicht? Was willst du von mir? Sind sie schwanger. Ah. Bene, das Herz hat 4 Klappen. Richtig oder falsch? Falsch. Nee, ist richtig. Jenny, warum dürfen Vampire nicht in das Haus eines anderen? Weil andere Knoblauch in der Küche haben. Ja, sie müssen eine Erlaubnis haben. Und damit ist die Runde auch vorbei. Schwierig. Ich kann aber auch mehr nicht sagen. Pia, bist du so gar kein Disney-Fan? Gar nicht? Nee, tatsächlich überhaupt nicht. So richtig Siro, und dafür wirst du mich jetzt haten, ich weiß. Nee. Wo Saudi-Arabien liegt, auf welchem Kontinent? Also kanntet ihr meinen Spruch, woher kommt der, Max? Das sagen sie alle, nachher sind sie schwanger. Ja, doch, das kennt man eigentlich. Doch, das kennt man. Stimmt auch. Sigi ist es. Warum solltest du nicht gewählt werden? ja, so wenig Argumente. Die Runde war echt scheiße. Ich habe einfach mit Disney nichts am Hut. Ich habe keine Kinder. Ich weiß, es ist keine Ausrede, aber komm schon, hab Gnade. Das ist für immer in meinem Kopf. Mufasa. Nie wieder vergessen. Alter, Bulli. Es ist Pia. Okay, Marc. Nee, gib die. Marco, welches Lied von DJ Robin sorgte 2022 für Kontroversen und wurde auf einigen Volksfesten verboten? Von wem? Von DJ Robin. Laila? Ja. Oh. Marv, wie alt war Michael Jackson, als er 2009 verstarb? 50. Richtig. Flash, wie heißt die Hauptstadt von Australien? War es nicht Dublin? Canberra. Pia, wie schreibt man ein Viertel in Prozent? Sprich, wie viel Prozent sind das? 25. Siggi, welchen Genus besitzt das Wort Pfand? Ja, total. Pfänden, was willst du? Es wäre neutral gewesen, das Pfand. Ja. Ach so, Bene, das Pfand für eine Bierflasche beträgt normalerweise wie viel? Plastik oder Glasflasche? Glasflasche. 8 Cent. Ja. Jenny, welcher ist der rote Planet unseres Sonnensystems? Ich will nichts Falsches sagen, Gott. Mars? Richtig. Marco, welcher Browser befindet sich auf Windows-PCs zum Start? Automatisch Edge oder Internet Explorer? Edge, ja. Okay. Sehr gut. Marv, was heißt Hallo auf Französisch? Fuck. Hola? Nein, es ist Spanisch. Salut. Flash, wer ist Parteivorsitzender der CDU? Ach, Alter. Kommst du mit so ne Kackfragen? Keine Ahnung, Seehofer. Friedrich Merz. Pia, was ist 11 mal 11? 110. 121. Sigi, was bedeutet DDR? Deutsch-Demokratische Republik. Richtig. Bene, woher stammt der Ausspruch sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Aus der Bibel. Shakespeare. Hamlet. Okay, das ist die Runde gewesen. Alter, die Runde war richtig unkomfortabel, finde ich. War richtig unangenehm einfach. War mies. Ich kann absolut kein Französisch. Absolut nicht. Aber habt ihr das auch, dass ihr so bei den anderen denkt, easy will ich auch, du bist so richtig lost einfach in dem Moment. Ja. Pro. Aber andererseits also die CDU-Frage beneide ich dich jetzt nicht drum, aber den Rest fand ich okay. Ja. Andererseits denke ich auch immer, boah, die anderen können so viele gute Fragen beantworten und ich denke mir so, Hilfe? Ja. Was war deine letzte Frage, Cherry? Der rote Planet, welcher das war. Ah ja, genau. Okay. Hat's aber auch richtig beantwortet. Ja, ich wusste es noch nicht mehr. Also für mich ist es leider Flash diese Runde. Weil ich hätte Sydney noch verstanden, aber Dublin. Wegen Dublin, ja. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Pia fand ich auch gut. Was waren das nochmal? Komm schon. Genau, Elf Lady. Sorry. Wir müssen zusammenhalten.
Hey, ganz ehrlich, ich war gerade kurz, ja, das war dumm, okay. Ich komm. Bin in Rechenweg das war wirklich dumm, aber ganz ehrlich, alle bekommen die geilen Geografiefragen und ich krieg nur so eine Rotzfragen. Ich kann sie gerne haben, ich nehme die Mathefragen lieber. Bei Beno und bei... Ah, okay. Ja, ich suche noch die perfekte Kombi, aber ich nehme auch Flash. Dann ist es Flash, mit 4 zu 3. Jenny, kennst du das einzige Säugetier, das fliegen kann? Nee, kenne ich nicht. Der Mensch! Der wäre die Fledermaus gewesen. Oh Mann. Marco, welches Pokémon singt andere in den Schlaf? Pummeluff. Ja. Marv, was ist ein Homophon? Ein Homophon? Ja. Scheiße. He's don't. Ich versuche hier gerade nicht irgendwie gecancelt zu werden. ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ein Wort mit der gleichen Aussprache wie ein anderes, aber anderen Bedeutung. Zum Beispiel heute und heute. Pia, in welchem Jahr wurde die erste Verhütungspille für Frauen verkauft? 1924. 1960. Welches Land hat die meisten Inseln? Sigi. Indonesien? Schweden. Oh. Bene, auf der Flagge der Bahamas ist ein Drache zu sehen. Richtig oder falsch? Richtig. Das ist falsch. Jenny, welches Tier wird beim Kochen zu Fugu, einer Delikatesse in Japan? Hähnchen. Kugelfisch. Oh. Marco, Summe plus Summand ergibt? Summand plus Summand ergibt? Perfekt. Summe? Ja. Danke. Ah, herrlich. Das wird mein Herz. Flash, wie heißt der Mitbewohner von Sheldon Cooper? Leonard Hofstetter. Yep, richtig. Und Pia, welcher Spruch ist zu Halloween besonders bei Kindern beliebt? Süßes, sonst gibt's Saures. Richtig. Ziggy, welcher Sänger war unter anderem als King of Pop bekannt? Michael Jackson. Ja. Fertig. Es wird halt auch mit den Runden echt nicht besser. Ja. Da waren ein paar schwere Fragen dabei. Aber ja, für Marco waren besonders schwere dabei. Ich wollte ihn nicht unterbrechen, weil ich wollte gerade sagen, hast du es mir nicht gerade gesagt? Nein, aber die traue ich dir eh voll zu. Ja, wir wussten alle, Marco würde die beantworten. Ja. Richtig, danke. Das war gerade mit dem fliegenden Mensch, ne? Ich wollte schon sagen, hättest du einfach nichts gesagt und gesagt, ich weiß es nicht, aber dann kommt der Mensch. Ich finde es eigentlich besser, wenn du wenigstens eine Antwort raushaust, als wenn du sagst, du weißt es nicht. Weil ich finde es auch besser, wenn man wenigstens irgendwas versucht, als einfach zu sagen, ich weiß es nicht. Vor allem dann kommen ja vielleicht auch die lustigen Sachen. Also ja. Ich bin dafür, wir wählen Bulli raus. Schon wieder. Wäre eine Runde dafür, ja. Ja, wir könnten taktisch vorgehen und sagen, wir müssen Marv, Ziggy und Bene noch ein Herz wegnehmen, weil sonst sind wir hier ein bisschen im Nachteil. Aber alle drei haben jetzt nicht wirklich krass was falsch beantwortet. Zumindest nichts, wo du dir denkst, na, hätte man aber auch wissen können. Man macht sich so voll zum Arsch, das ist unglaublich. Ja, ja, sind ja, so ja, schon nicht nett und dann macht das zum Arsch. Tut mir auch mega leid. Also sorry, Millionen. Jerry. Das ja, tut mir sorry. Auch mega leid. Auf einmal den Namen rein. Wozu halte ich es eigentlich rein, aber ich nehme auch nochmal Sherry. Bene, wie heißt der Bruder von Remus? Romulus. Jenny, wie schnell kann ein Gepard werden? Sehr schnell. Confirm. Lass sie ausreden, sei fair. km/h. 120. Marco, was ist das Ziel bei dem Game Fall Guys? Als letzter zu überleben? Finale Krone gewinnen. Zu nehmen? Ja. Danke. Mhm. Marv, was versteht man unter Exekutive? Exekutive ist eine Gewalt ja,
Ja? Ja. Die ausführende Gewalt. Die ausführende. Flash, wo findet man den Trizeps? Oberarm, ja. Das ist richtig. Pia, wie nennt man die einzelnen Abschnitte in einem Videospiel? Komm, Sequenz, Kapitel? Level. Level, ach so, meinst du, ja, das geht auch. Siggi, wie geht es weiter? I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Richtig. Bene, wer ist der Göttervater der griechischen Mythologie? Ist es Zeus? Ja. Jenny, Toni Kroos ist der erfolgreichste deutsche Fußballer nach Titeln. Richtig oder falsch? Falsch. Es ist falsch, genau. Thomas Müller wäre es. Marco, wie lange dauerte der 100-jährige Krieg? 100 Jahre. 116 Jahre. Marv, wie lange dauert der 30-jährige Krieg? 30 Jahre. Das ist richtig. Scheiße. Flash, welcher deutsche Streamer hat die meisten Follower auf Twitch? Montana Black. Richtig. Pia, was ist das Konzept der TV-Show Temptation Island? Oh, ist das nicht das, wo diese ganzen heißen Menschen auf eine Insel gesteckt werden und dann geht's eigentlich, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, damit ich hier keinen Bann für dich riskiere oder so, aber die sind alle sehr leicht bekleidet und haben Spaß miteinander. Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Ein Treue-Test. Ohne, dass ich jetzt hier was Falsches sage. Ein Treue-Test ist es. Echt? Okay. Okay, Zeit ist vorbei. In der Vorschau sieht das anders aus. Ja, es bestehen noch nicht alle den Treue-Tester. Ah, okay, ja gut, dann macht's wieder Sinn, ne? Geht direkt mal auf die Verteidigungsschiene. Ich hatte predicted, dass der, den ich genannt habe, der richtige ist. Ja, und ich war 50, close to 116, es haben nur 16 Jahre gefehlt. Das ist auch so eine Fangfrage halt, ne? Ja. Ketchup war die Runde, ne, gewesen, oder? Ketchup. Ja, ja. Ketchup-Runde. Du brauchst dich nicht verteidigen, Marco, glaube ich. Ich fand aber... Was wäre denn für euch so das Auffälligste jetzt gewesen? Ketchup. Also, ja, aber halt positiv auffällig. Ja, das war klar. Die geniale Antwort. Ja. Es hat auch echt lange gedauert, bis ich verstanden habe, wie du auf Ketchup kommst. Ketchup. Alright. Siggi, in welchem Jahr wurde der Euro eingeführt? 2002. Richtig. Bene, was ist die Hauptstadt von Finnland? Heißt es nicht auch Helsinki? Mhm. Jenny, wie lange dauert ein Semester? Ein Semester? Moment. Ein halbes Jahr? Mhm, richtig. Marco, welche Frau hat mit 28 musikalischen Grammys die meisten in der Geschichte gewonnen? Gibt's viele. Ich gehe jetzt mal mit Whitney Houston. Es ist Beyoncé. Marv, wo im Körper wird Insulin produziert? Insulin im Herzen, oder? In der Bauchspeicheldrüse. Flash, 3 Katzen essen 3 Mäuse in 3 Minuten. Wie lange brauchen 100 Katzen für 100 Mäuse? 3 Minuten. Richtig. Pia, was ist ein Liga? Kannst du mir das bitte buchstabieren? L-I-G-E-R. Ein Tier? Kreuzung aus Löwe und Tiger. Siggi, was war die Stasi? Die Überwachungspolizei, Kontrollpolizei in der DDR. Ja. Bene, wie lange war die längste Phase ohne Regen? Der Ort ist Arica in Chile. Ich habe R-Regen verstanden. 3 Jahre?
Von 1903 bis 1918, also 15 Jahre. Oh, Jenny, was ist, ist krass. Was ist die Komplementärfarbe von Rot? Was waren nochmal Komplementärfarben? Uff. Gelb. Grün. Marco, wie viele Atemzüge nimmt der menschliche Körper täglich? Willst du eine genaue Antwort haben? Versuchst du nah ranzukommen, wie du kannst. 36.527. Nein. Ist falsch. Schade. 20.000 sind's. Marv, was ist ein Kakapo? Ist das ein Vogel? Das ist der einzige und flugunfähige Papagei der Welt. Flash, aus wie vielen Feldern besteht das Brett von dem Spiel Scrabble? 48, keine Ahnung. 225. Okay. Dann dürft ihr gerne wieder wählen. Eine schwierige Runde, also ich hatte Mitleid mit jedem Fragen. Ich hab da auch zwei so viel. Was war deine erste Frage, Marv? Das mit dem, was Insulin produziert. Ich hab Herz gesagt, stimmt. Das war schon ziemlich lost. Okay. Komplementärfarbe wäre ich genauso raus gewesen. Ich hätte glaube, ich wäre bei vielen. Der Grün war ja richtig. Grün war ich, ja ich hätte auch gelb gesagt, meine ich. Sorry. Komplementärfarbe war, was auf dem Farbrad gegenüber ist, ne? Er hat viele Lehrerfragen drin mit seiner komischen Textaufgabe da. Ja. Flash ganz, ganz cool abgewirbelt. 3. Jetzt nerv mich nicht, Nächster. Ja, das war stark. Ja. Die Insulingeschichte könnte schon als. Also. Ist auch gerade mein Favorit noch von denen, auch aber. Leider. Ihr dürft gerne abstimmen. Das liegt eher daran, dass der Rest halt wirklich nicht lost war. Ja. Du bist halt so einäugig halt. Nicht blind, aber. Ja. Genau. Man stolpert so vor sich hin, ne? Danke fürs Kompliment. Aber ist meine Cam gespiegelt? Ja, meine macht auch wilde Sachen. Warte, ich muss das mal kurz ein bisschen. Meine ist auch gespiegelt. Meine ist, glaube ich, auch gespiegelt. Aber meine ist nicht ich gespiegelt. Selber? Ich guck's jetzt. Nee, alles gut. Manche sind da. Also, theoretisch. Das ist echt von allen was dabei. Ich find's solide. Wir können nur Glück haben. Es kann nur leichter werden, weil der haut hier Fragen raus. Das ist incredible.